Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr habt es im Titel gesehen, heute geht es um Takedowns mit Köpfchen. Wir schauen uns also die Kopfposition an, die wir brauchen, um Single-Leg-Takedowns und Double-Leg-Takedowns zu finishen. Ist nämlich ein kleiner Unterschied, wo wir unseren Kopf platzieren, um A, bessere Takedowns zu bekommen und B, uns selber vor Verletzungen zu schützen. Und ja, in dem Sinne schauen wir uns mal an, wo der Kopf zu sein hat bei den verschiedenen Takedowns. Viel Spaß dabei! Also, wenn wir von der Head Position bei Takedowns reden, dann reden wir davon, wo mein Kopf am Körper des Gegners ist, damit ich den Takedown möglichst effizient finishen kann. Eine Sache, die ich auf keinen Fall machen möchte, ist meinen Kopf weit weg vom Gegner haben. Wenn ich nämlich jetzt hier in irgendeiner Form was angreife und mein Kopf ist weit weg, dann platziert Enrico direkt hier seine Hand an meinem Kopf und ich komme überhaupt nicht nah an ihn ran. Mein Kopf ist hier nicht mal eine Hilfe, was er eigentlich beim Takedown sein sollte, sondern ganz im Gegenteil, er steht mir noch im Weg, weil durch den Headframe komme ich überhaupt nicht nah ran. Okay? Ich möchte also bei jeglicher Art von Takedown, die ich angreife, darauf achten, meinen Kopf wirklich dicht am Gegner dran zu haben. Jetzt unterscheiden wir zwischen Double-Leg-Takedowns und Single-Leg-Takedowns, wo genau wir den Kopf platzieren. Als erstes zeige ich euch den Double-Leg-Takedown. Da ist es wichtig, dass wenn ich hier shoote, mein Kopf außen habe. Mein Kopf ist hier auf der Außenseite von meinem Gegner, damit ich von hier gegen meinen Gegner drücken kann. Ich nutze da also wirklich meinen Kopf aktiv, um zu schieben. Mit meiner Nackenmuskulatur und alles, was dahinter steckt, schiebe ich meinen Gegner wirklich weg, damit ich Hilfe bekomme, den Takedown zu finishen. Ich spiele gleich nochmal ein Video ein von praktisch einem falschen Double-Leg-Takedown, wo jemand zwar die Head-Position richtig hat und dann aber einfach nur hochhebt und dann nach vorne wegschmeißt, also ohne den Kopf aktiv zu benutzen. Der Takedown hat zwar geklappt, er hat die 2 Punkte bekommen und den Kampf auch gewonnen, aber danach ist er tatsächlich dann auch zu mir gekommen. Ich habe den Kampf gecoacht und meinte, ja, er fühlt sich ein bisschen schwummerig, weil das Problem war, dass er bei dem Takedown volle Pulle auf seinem eigenen Kopf gelandet ist und halt eine Gehirnerschütterung nach seinem eigenen Wurf hatte. Let's go! Let's go! Oh yes! Das ist natürlich eine Sache, die wir vermeiden wollen. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir bei Takedowns mit unserem eigenen Kopf drücken. Deswegen greifen wir Double Leg Takedowns an, haben also beide Beine, ist unser Kopf auf der Außenseite und wir schieben mit dem Kopf in Takedown-Richtung. Das heißt, ihr seht das hier schön, ich drücke mit meinem Kopf, würde den Takedown danach hier finishen und lande schön oben drauf auf meinem Gegner. Das Ganze ist anders, wenn wir Single Leg Takedowns angreifen. Dafür tauschen wir einmal kurz die Position. Wenn ich jetzt einen Single Leg Takedown angreife, möchte ich auf keinen Fall meinen Kopf auf dieser Seite haben. Denn mein Kopf kommt hier hin und ich habe fast keine Möglichkeit mehr, meinen Gegner irgendwie zu schmeißen, ohne dass mein Kopf entweder unter meinem Gegner liegt oder auch wieder voll auf dem Boden landet. Greife ich einen Single Leg Takedown an, möchte ich meinen Kopf also vor meinem Gegner haben. Ich komme also hier für den Single Leg Takedown rein und mein Kopf ist hier. Auch hier achte ich wieder drauf, dass mein Kopf schön dicht am Gegner dran ist, weil ich ihm keine Gelegenheit geben möchte, mich entweder wegzuschieben oder auch eine Guillotine oder sowas zu greifen, dass er hier irgendwie um meinen Hals rumkommt. Das sind alles Sachen, die passieren können, wenn ich nicht nah genug dran bin. Das heißt, beim Single Leg Takedown ist mein Kopf auch wieder hier dicht dran. Ich nutze meinen Kopf aktiv, um meinen Gegner zu schieben und auf dem Gleichgewicht zu bringen und ihn so umzuschmeißen. Und das sind so die wichtigsten Points bei Head Position, was Takedowns angeht. Immer schön dicht am Gegner dran. Bei Single Leg Takedowns Kopf vor dem Gegner, bei Double Leg Takedowns Kopf an der Seite vom Gegner. Das ist sogar teilweise in manchen Regelwerken verankert, dass da steht, Head Outside Single Leg Takedowns sind verboten, zum Beispiel für Weißgurte bei IBJJF. Und das hat genau diesen Hintergrund, dass wenn ich jetzt von hier einen Single Leg Takedown angreife und ich habe meinen Kopf außerhalb, das erste, was Leute machen, wenn die unerfahren sind, sind, die klammern sich, das heißt, Enrico hält mich irgendwie fest, jetzt schmeiße ich ihn um und kriege es vielleicht hin und ihr seht, ich lande hier direkt auf meinem eigenen Kopf. Aber es kann super doof für meine Wirbelsäule sein, wenn ich mich da halt mit unserem kombinierten Körpergewicht voll auf meinen eigenen Nacken schmeiße. Und ja, das ist nur ein weiterer Grund, warum die Head Position bei Takedown so wichtig ist. Alles klar, Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video zum Thema Head Position. Meine Frage an euch, hilft euch das Video oder hat euch das Video geholfen? Und was sind vielleicht Sachen, worauf ihr speziell darauf achtet, wenn ihr Takedowns shootet, abseits der Kopfposition, wozu wir vielleicht auch nochmal ein Video machen können? Genau, lasst mich das wissen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.